Der Radio SAW Podcast. Mission Liebe. Liebeskummer ist ganz, ganz großer Mist. Kann unheimlich wehtun und heftig sein. Wir haben keinen Appetit oder wir stopfen sinnlos alles in uns rein. Es gibt viele Tränen, manchmal ganze Sturzbäche, schlaflose Nächte und alles grau statt bunt. Was tun bei Liebeskummer? Wie lange dauert das? Warum fühlt es sich für manchen von uns ganz, ganz schlimm an, während andere relativ schnell über eine Trennung hinwegkommen? Darüber spreche ich mit Elena Katharina Sohn. Sie ist Gründerin der Liebeskümmerer, Autorin, Journalistin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Hallo Elena. Hallo Franziska. Vorneweg erstmal, erklär mir mal kurz die Liebeskümmerer. Wer seid ihr? Was tut ihr ganz genau? Die Liebeskümmerer sind ein Team von Therapeuten und Coaches, Psychologen und wir kümmern uns tatsächlich um Menschen, die Kummer mit der Liebe haben. Also das muss nicht immer so der klassische Liebeskummer sein, den man schnell im Kopf hat, dass jemand verlassen wurde, sondern es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Gründe, warum Menschen Kummer mit der Liebe haben können. Ja, all die können sich an uns wenden und wir helfen ihnen dann in Form von Gesprächen, die auf unterschiedlichen Wege stattfinden können, aber wie eine klassische Gesprächstherapie oder ein Coaching kann man sich das vorstellen. Okay, und was war ausschlaggebend dafür, dass du gesagt hast, es braucht dieses Angebot? Ja, schwer zu erraten. Eigener Liebeskummer und zwar ein ganz fürchterlicher eigener Liebeskummer. Das ist jetzt, glaube ich, inzwischen schon fast 12 Jahre her. Mhm. Damals war ich noch in einer großen Werbe- und PR-Agentur angestellt, bin eigentlich Politologin gewesen damals noch, also ganz anders und hatte selbst eine fürchterliche Trennung, die mich total aus der Bahn geworfen hat. Und während ich selbst diesen Kummer bearbeitete und ich mit vielen Leuten gesprochen habe, die mir gesagt haben, mir ging es schon mal genauso schlecht wegen Liebeskummer, habe ich gedacht, Mensch, das ist absurd. Es gibt für alles, was man so haben kann im Leben, jemanden, wo man sich hinwenden kann. Aber Liebeskummer, den lernt ja wirklich fast jeder kennen im Laufe seines Lebens. Und da gab es noch nichts. Und dann habe ich gedacht, das muss ich machen, da kann ich anderen wirklich mithelfen. Also vorher habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, mich selbstständig zu machen oder so. Das war keine Geschäftsidee, sondern es war ein Hilfsbedürfnis. Nun ist ja Liebeskummer nicht gleich Liebeskummer. Was würdest du sagen, welche Arten gibt es zu unterscheiden? Weil das Klassische ist ja, okay, ich habe Liebeskummer, weil ich werde verlassen. Aber genau. Es gibt ja ganz viel mehr. Ja, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Wir haben natürlich schon ganz viel auch kennengelernt im Laufe der vergangenen 10 Jahre. Also klar, das ist natürlich der Klassiker, ich werde verlassen. Es gibt aber Menschen, die wenden sich zum Beispiel an uns, weil sie eine unerfüllte Liebe erleben, weil sie zum Beispiel so der Klassiker in den Arbeitskollegen oder in den Nachbarn verliebt sind und nicht wissen, wie sie es sagen sollen oder halt da nicht landen können. Dann gibt es die, die Dauersingle sind und damit irgendwie unglücklich sind und sagen, das ist auch natürlich eine Form von Liebeskummer. Oder es gibt die, die in einer Beziehung Liebeskummer haben, die also in Konstellationen feststecken, bei denen sie eigentlich merken, die tun mir nicht gut. Das ist gerade in diesen, ich mag diese populären Begriffe eigentlich nicht so, aber diese toxischen Beziehungen. Ich wollte gerade sagen. Genau, wo oft ganz viel Schmerz, aber eben auf der anderen Seite auch ganz viel Gefühle da sind. Und man weiß, mein Kopf sagt mir, ich müsste mich eigentlich lösen, aber das Herz schafft es irgendwie nicht. Oder wer sich auch an uns wendet, sind häufig Menschen, die Teil einer Affäre sind. Also sei es die Geliebte, der Geliebte von jemandem oder derjenige, der betrogen wird. Und es gibt noch unendlich viele individuelle andere Liebeskummer zu haben. Bleiben wir mal bei dem Punkt, mein Kopf weiß, geh den Schritt und mein Herz sagt, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Was rätst du in dem Moment? Naja, da geht es immer ein bisschen darum zu ergründen, warum möchte mein Herz das nicht? Also wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben mit der toxischen Beziehung, also wirklich, wo ich einen Partner habe, der wirklich, wirklich sich nicht gut um mich kümmert oder nicht gut zu mir ist, dann gibt es natürlich immer einen Grund, warum mein Herz trotzdem meint, dass ich diesen Partner an meiner Seite bräuchte. Und häufig hängt das dann zum Beispiel damit zusammen, dass ich selbst mich nicht liebenswert fühle und dass ich deswegen das irgendwie akzeptiere oder gewöhnt bin, dass mich jemand so behandelt. Das ist dann mein Muster, das bestätigt mein Selbstbild. Und da setzen wir dann zum Beispiel an, zu gucken, okay, hast du so ein Selbstbild? Woher kommt das vielleicht? Meistens ist das natürlich etwas, was schon in der Kindheit entsteht. Mhm. Wie kannst du das vielleicht nachbearbeiten? Und wenn du von dir selbst erstmal ein besseres Bild hast und das Gefühl hast, okay, ich bin es wert, geliebt zu werden, ich bin es wert, respektvoll behandelt zu werden, möchtest du dann immer noch an dieser Beziehung festhalten? Mhm. Und das ist so ein Prozess, durch den wir dann häufig durchgehen mit den Menschen.
Also sprich Autonomiegewinnung als Grundpfeiler dafür, dass ich mich dann lösen kann. Ja, wobei das nicht nur mit Autonomie zu tun hat, sondern eben viel mit Selbstwert, mit Selbstliebe. Und das meine ich jetzt gar nicht in so einem narzisstischen Sinne von Selbstliebe, sondern mit einer Wertschätzung für mich selbst als Person. Ich finde immer als Beispiel so ganz schön, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die in solchen Konstellationen stecken, dann sage ich, würdest du dich eigentlich von Freunden auch so behandeln lassen? Und dann sagen viele, nee, natürlich würde ich mich von einem Freund, würde ich mich nicht so behandeln lassen. Sag ich so, warum nicht? Wo ist da eigentlich der Unterschied? Ne? Und Liebe macht aber so eine Bedürftigkeit natürlich auch auf der anderen Seite. Und deswegen in dieser Bedürftigkeit sind wir häufig dann bereit, über unsere eigenen Grenzen hinauszugehen, so wie wir es bei Freunden nicht immer tun würden. Nun, egal, ob ich verlassen wurde, ob ich in einer Affäre stecke oder ob ich in einer toxischen Beziehung bin, letztendlich das, was körperlich abläuft, ist ja oft ein ganz heftiges Programm und fühlt sich an wie so ein Drogenentzug. Kannst du erklären, was da so passiert? Ich kann es jetzt biochemisch aus dem Stegreif ehrlich gesagt gerade nicht erzählen, aber es ist natürlich ein hormoneller Prozess, der im Körper abläuft. Also es gibt Forschung, es gibt eine ganz tolle Forscherin in den USA, ich hoffe, mir fällt jetzt ihr Name ein, Helen Fischer, die hat einen wundervollen Film gemacht, der heißt Sleepless in New York. Das ist eine Liebeskummer-Doku, also kann jeder mal googeln, den das interessiert. Und die ist eben Anthropologin und hat die Betroffenen in den Computertomographen gesteckt, um zu gucken, was passiert in deren Gehirnen denn eigentlich, die so diesen akuten Liebeskummer haben. Und das ist eben sehr vergleichbar mit dem, was man im Gehirn sieht von Menschen, die A, starken Schmerz haben und die B, einen Drogenentzug durchmachen. Also sie vergleicht das dann so und sagt so, das ist so gemein. Man ist in dem Moment, wo man Liebeskummer hat, in der eigentlich krassesten Abhängigkeitsverliebtheitsphase wieder, wo man unbedingt diesen Stoff braucht von dem anderen, damit das Gehirn sich wieder beruhigt. So. Und das diesen Vergleich mit diesem Drogenentzug und man braucht immer noch einen Schuss und so, das ist natürlich irgendwie auch ein makaberes Bild, aber doch auch biochemisch ganz zutreffend. Mein krassester Liebeskummer liegt auch noch nicht so lange zurück. Und ich habe immer wieder, ich weiß nicht, wie oft ich gegoogelt habe, Phasen des Liebeskummers. Und da gibt es ja so vier verschiedene. Ja, ich kenne diese Phasenmodelle natürlich auch, dass man sagt, das Erste, was kommt, ist immer erstmal dieses, ich will es überhaupt nicht wahrhaben. Das ist der Klassiker, wenn die Leute sich an mich wenden, dann sagen die, das ist so, komme mir jeden Morgen vor, als würde ich aus dem schlimmsten Albtraum nicht wach werden. Ne? So dieses, das kann doch jetzt nicht sein. Mir reißt hier einer den Boden unter den Füßen weg. Dann kommen meistens so Gefühle wie Traurigkeit und Verzweiflung. Irgendwann kommt die Wut. Wenn die Wut kommt, dann weiß man schon, okay, es ist schon mal ein Fortschritt innerhalb des Prozesses, obwohl ich auch keine Freundin davon bin, an dieser Wut festzuhalten, denn die bindet am Ende genauso wie die Liebe, ist meine Erfahrung. Und irgendwann kommt man dann in die Phase, wo man anfängt, wieder einen neuen Plan für sich selbst zu entwickeln, also ein neues Selbstkonzept aufzubauen. Es gibt so unterschiedliche Phasenmodelle zum Liebeskummer, aber aus der Praxis muss ich dir sagen, ist es leider nicht so, dass das so Stufe für Stufe, Phase für Phase verläuft, sondern es kann durchaus sein, dass jemand schon richtig gut schon das Gefühl hatte, er ist langsam drüber weg und dann haut sie ihn plötzlich wieder total zurück. Aber das Gute ist, meistens, wenn man dann so einen Rückschlag hatte, geht es danach eben dann zwei Schritte wieder vor. Aber man muss eben darauf vorbereitet sein, dass es nicht so schön planbar, auch zeitlich nicht planbar ist. Es gibt ja auch so Faustregeln, von denen man immer mal wieder hört, der Liebeskummer dauert irgendwie halb so lange, wie die Beziehung lang war, ja, oder so. Ja, Wahnsinn. Ja, also, alles Quatsch. Aus meiner Erfahrung totaler Quatsch, weil es gibt Menschen, die waren irgendwie 30 Jahre verheiratet und die haben zwar dann auch Liebeskummer, aber die haben nicht 15 Jahre lang Liebeskummer, sondern die haben dann vielleicht sogar ein Liebeskummer, der eher moderat ist. Und dann gibt es aber auch Menschen, die kommen zu mir, die hatten nur eine dreimonatige Affäre und leiden zwei Jahre danach. Also das ist unglaublich individuell. Umgekehrt ist es ja genauso. Also dann spricht man mit Freunden und so weiter und so fort. Und jeder sagt einem, nun komm, ist doch jetzt mal gut. Und ich denke mal, nein, ich entscheide, wann gut ist. Ich glaube, das denken ja auch viele, nach so 3 oder 6 Monaten muss das geritzt sein. Aber ist es ja nicht, ne? Naja, die 3 Monate sind so der Klassiker. Die 3 Monate sind so, glaube ich, auch die Grenze, die die meisten Leute für sich selbst im Kopf haben. Und wenn es dann noch nicht gut ist, dann
wenden sich eben auch viele an uns und sagen, mir stimmt doch irgendwas nicht, jetzt schon 3 Monate. Das ist einerseits beruhigend, andererseits vielleicht auch beunruhigend für manche, aber beruhigen kann ich in der Hinsicht, dass es vollkommen normal ist, wenn Liebeskummer länger dauert, gerade im Erwachsenenalter. Und insofern, wenn an der Liebe eben so viel mehr hängt, es gibt ja Menschen, die haben dann zum Beispiel schon gemeinsame Kinder oder die haben einen gemeinsamen Zukunftsplan, die arbeiten zusammen, dann wird aus so einer Trennung eben schnell eine richtige Lebenskrise und die ist nicht innerhalb von 3 Monaten überwunden. Also die Zahl, die ich eher so in den Raum stellen würde, wenn ich überhaupt eine in den Raum stellen wollte, wären bestimmt eher zwischen 6 und 12 Monaten, die meisten Leute damit zu tun haben. Und es ist dann auch wichtig, sich das zuzugestehen. Nun ist es bei Leuten, die frisch getrennt sind, dann aber auch häufig so, wenn du ihnen sagst, es kann sein, dass es die nächsten 12 Monate dich begleitet. Das Thema macht natürlich auch nicht gerade Hoffnung. Insofern kann ich verstehen, dass auch viele erstmal sich an diesen 3 Monaten festklammern und denken, oh, in 3 Monaten habe ich das bestimmt hinter mir. Aber meine Überzeugung ist natürlich auch, es geht nicht darum, den Liebeskummer schnell zu überwinden, sondern ihn gut zu überwinden und ihn wirklich zu überwinden und nicht den Schmerz und all die Dinge in die nächste Beziehung mitzuschleppen oder gar mit einer neuen Beziehung einfach zu versuchen wegzudrücken. Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich die schlechteste Idee, sich sofort in irgendwelchen Portalen anzumelden und dann zu hoffen, dass mir da der nächste Partner über den Weg läuft, beziehungsweise ist es ja auch unfair. Das ist die schlechteste Idee, aber trotzdem würde ich behaupten, es ist die meistgenutzte Idee. Und auch viele Leute, die zu uns kommen, sagen, sie haben das quasi schon probiert vorher. Und es ist insofern schade, weil ich immer finde, in dieser Lebenskrise, Liebeskummer steckt ein unglaubliches Entwicklungspotenzial, weil selten im Leben sind wir bereit, uns so selbst zu reflektieren, uns unser eigenes Leben anzugucken, das Leben nochmal vielleicht auch neu zu erfinden. Und dann ist es fast so ein bisschen schade, wenn man dieses Potenzial nicht nutzt. Und es ist genau, wie du natürlich auch sagst, dem Gegenüber, mit dem man da zu tun hat, der vielleicht in einer ganz anderen Lebensphase gerade ist und gar keinen Liebeskummer hinter sich hat, ist es auch unfair, weil man eigentlich noch gar nicht offen sein kann für was Neues. Wann würdest du sagen, hol dir Hilfe? Immer, wenn ich das möchte. Also es muss mir nicht so und so und so schlecht gehen, damit ich mir Hilfe holen darf, sondern wenn ich subjektiv das Gefühl habe, ich möchte das gerne, ich brauche Unterstützung oder ich wünsche mir diese Unterstützung, um vielleicht genau das, was ich gerade beschrieben habe, zu erleben und aus dem Liebeskummer vielleicht eine individuelle persönliche Chance für mich auch zu machen, dann kann ich mir diese Hilfe nehmen. Und ansonsten natürlich, wenn man das Gefühl hat, man funktioniert im Alltag überhaupt nicht mehr über einen längeren Zeitraum und allerspätestens natürlich dann, wenn so etwas wie Suizidgedanken dazukommt, die leider auch gar nicht so selten sind. Wie sieht das aus? Hattest du schon Klienten mit einem Broken Heart Syndrom? Nee, hatte ich noch nicht. Also das finde ich auch immer, dieses Broken Heart Syndrom, das wird immer so mit Liebeskummer assoziiert und ehrlich gesagt, manchmal, wenn ich so in Zeitungsartikeln oder so lese, ja, am gebrochenen Herzen, am Liebeskummer kann man sterben, dann finde ich das immer so ein bisschen auch überzogen, weil dieses Broken Heart Syndrom, das ist, ich weiß nicht, erklär das vielleicht nochmal eben für die Hörer überhaupt. Das ist vom klinischen Bild her wie ein Herzinfarkt, hat aber andere Ursachen. Ist also eine ganz im Körper was ganz anderes Hormonelles, was abläuft, was zu diesem klinischen Bild des Herzinfarktes führt. Aber das hat A, nicht unbedingt mit Stress ausgelöst durch Liebeskummer zu tun, sondern das kann auch, also ein Broken Heart, ein Herz kann natürlich auch durch andere Trauerprozesse oder so im Leben oder Schmerzprozesse in diesen Zustand kommen und es trifft eine sehr, sehr enge Zielgruppe. Es ist eine weibliche Zielgruppe in erster Linie, die das bekommt und dann sind das Frauen in so einem engen Zeitfenster nach den Wechseljahren. Also das ist so ein ganz, das wird immer gern so ein bisschen weggeschoben, um das irgendwie, habe ich das ein bisschen dramatisch zu machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass jeder Mensch, der Liebeskummer durchlebt, Sorgen haben müsste, dass er jetzt dadurch so ein Broken Heart Syndrom bekommt. Ich hatte tatsächlich bei mir noch niemanden, weil aber die Leute, die das haben oder die das bekommen, die landen natürlich auch im Krankenhaus. Die kommen dann nicht zu mir in die Beratung. Also diese Funktionsstörung des Herzens wird dann wieder hergestellt. Ne? Also es ist irgendwann auch meist wieder gut in den meisten Fällen. Ne? Ist es so, nimmt die Intensität des Liebeskummers im Alter zu? Ich tue mich grundsätzlich schwer mit so pauschalen Aussagen, es ist so und so. Ich glaube, die meisten Leute, ehrlich gesagt, die würden das eher andersrum denken, als du es jetzt tust, dass du sagst, die
die Intensität des Liebeskummers nimmt mit dem Alter zu, dass das Klischee, was mir eigentlich mehr begegnet oder das Vorurteil ist, dass man im höheren Alter keinen Liebeskummer mehr hat. So, ne? Viele assoziieren das ja eher so mit Teenagern oder jüngeren Menschen und man denkt dann, okay, wenn man dann irgendwann in einem höheren Lebensalter ist, dann prickelt die Liebe vielleicht eh nicht mehr so, dass man überhaupt so einen Liebeskummer bekommen könnte oder man ist dann schon so ausgereift, dass einem das gar nicht mehr passiert. Und das zum Beispiel kann ich nicht bestätigen. Also unsere Kunden, die sind von Mitte 20 bis Mitte 70, Ende 70, hatten wir alle schon. Und was bei Senioren dann eben häufig, das klingt jetzt auch so ein bisschen hart wahrscheinlich, wenn ich das sage, aber da gibt es zwei Aspekte, die eine ganz große Rolle spielen. Das sind zum einen häufig Menschen, die waren 50 Jahre ihres Lebens verheiratet. Meinetwegen, jemand hat mit 20 geheiratet und verliert vielleicht seine Ehefrau oder seinen Ehemann mit 70 und verliebt sich dann nochmal neu. Oder böse gesagt, verliebt sich vielleicht sogar das erste Mal richtig in seinem Leben und merkt dann plötzlich, also ja, es fällt mir schwer, das jetzt richtig zu formulieren, ohne dass das wirklich blöd klingt, aber merkt dann plötzlich, was ihm entgangen ist in seinem Leben. Und wenn dann so eine Beziehung, wo dann plötzlich so eine große Liebe da ist und die Ehe vorher vielleicht eher so ein bisschen von der Vernunft getragen war, wenn so eine Beziehung dann wieder scheitert, dann ist der Schmerz wirklich unendlich groß. Aber auch solche Beziehungen scheitern natürlich leider wieder. Und ein zweiter Aspekt, der da häufig auch noch mit reinspielt, ist, wenn eine Beziehung bei einem Menschen, der, weiß nicht, schon jenseits der 70 oder vielleicht sogar weit jenseits der 70 ist, scheitert, dann kommt immer diese Komponente auch dazu von, bleibt mir überhaupt die Zeit, mich nochmal wieder neu zu verlieben, ne? Also wenn ich mit 30 eine Trennung erlebe und Liebeskummer habe, dann fühlt sich das zwar auch erstmal an, so als würde ich mich nie wieder verlieben können, aber insgeheim weiß ich natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich das irgendwann überwinde und dann doch wieder mich für jemand Neues öffnen kann, dass die recht groß ist. Aber wenn ich natürlich mit 76, 77, 78 Liebeskummer habe, dann ist da nach hinten unter Umständen gar nicht mehr so viel Zeit. Und ja, auch das macht dann so einen zusätzlichen Schmerz. Bleiben wir nochmal beim Ende der Beziehung. Oder viele sagen ja auch, okay, wir machen mal eine Pause, wir gucken mal, wie komme ich alleine klar, was brauche ich? Ja, also so eine Beziehungspause. Was sagst du Klienten, die dann sagen, ja, und dann stehen wir wieder voreinander und dann geht's doch nochmal zurück und wieder auseinander. Also dieses On-Off-Ding, also. Aber das bewerte ich zum Beispiel gar nicht. Also ich habe keine feste Struktur oder keine festes, so muss es laufen, in die ich meine Klienten würde versuchen reinzupressen oder dann sie verurteile dafür, dass sie jetzt doch noch mal schwach geworden sind oder so. Der Weg aus dem Liebeskummer ist einfach ein unglaublich individueller. Und es ist dann eher so rum, dass die Leute manchmal vor mir sitzen und total am Boden zerstört sind und sagen, jetzt habe ich ihm oder ihr doch wieder eine Nachricht geschrieben und oder wir haben doch wieder eine Nacht zusammen verbracht und mit sich selber dann so hart ins Gericht gehen. Und dass ich dann sage, du, das ist vollkommen okay. Wenn es noch eine Schleife braucht, dann braucht es einfach noch eine Schleife. Ne? Mein Ansatz ist nie, wie soll ich das erklären, von außen die Situation irgendwie in die richtige Form zu pressen, sondern ich versuche für meine Kunden einen ganz individuellen Reife- und Entwicklungsprozess in ihnen herbeizuführen, aus dem heraus sie dann von sich selbst irgendwann sagen, okay, nee, ich mach das jetzt nicht nochmal, jetzt lasse ich los. Jetzt ist Aber dann Schluss. ist es was ganz anderes, dann mache ich es mit einem guten Gefühl und nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss das aus irgendwelchen taktischen Gründen oder so jetzt tun. Loslassen ist ja das Thema und letztendlich geht es ja genau darum und dann, also so ging es mir immer, dass ich dachte, ich kann irgendwie nicht loslassen, bis ich kapiert habe, dass es eigentlich dahinter steckt. Ich will nicht loslassen. Hat es eine ganze Zeit gedauert. Also, was würdest du den Menschen mit auf den Weg geben, die sagen, ich möchte doch so gerne loslassen? Wie stelle ich es denn bitte schön an? Wenn der Kopf sagt, ich möchte gerne loslassen, aber es trotzdem in der Praxis nicht klappt, dann ist es immer ein Anlass, wirklich mal genauer hinzugucken, weil das ist genau wie du sagst. Dann ist irgendeine Blockade ist dann da. Oder oberflächlich denke ich, ich möchte das, aber irgendwas hält mich dann eben doch davon ab. Und danach müssen wir dann suchen. Also in dem Moment, wo die Menschen dann wirklich, wirklich, wirklich authentisch für sich beschlossen haben, loszulassen, dann klappt das auch. Nun ist es ja gerade schwierig. Wir hatten vorhin gesprochen über diesen, ja, es fühlt sich an wie so ein Drogenentzug. Und dann gibt es immer wieder die gleichen Fehler. Also
Ich denke mal, das geht ganz vielen Menschen so. Dann fängt man an und guckt, ob derjenige online ist. Auch so schlimm das klingt, aber es ist ja irgendwie so. Und ich glaube, das machen ganz, ganz viele. Oder zufällig, rein zufällig, geht man da nochmal vorbei oder so. Also, was würdest denn du sagen, sind wirklich die No-Gos? Was muss ich da beachten? Also das ist heute tatsächlich, dass durch die sozialen Medien der Liebeskummer schon deutlich erschwert wird. Das empfinde ich schon so oder stelle ich mir so vor. Ich meine, ich bin im Grunde in einer Zeit ja selber aufgewachsen oder im Erwachsenenalter gewesen, in der das schon losging, relativ schnell mit den sozialen Medien. Insofern weiß ich nicht, wie ich, wenn ich als 40-jährige Liebeskummer gehabt hätte ohne soziale Medien, wie ich das so verarbeitet hätte. Aber es ist natürlich so, dass du früher Kontakte viel leichter abbrechen konntest oder auch gar nicht in die Versuchung kamst. Und heute funktioniert das nicht mehr so gut. Und da ist es schon wirklich so, dass ich meinen Kunden dazu rate, sich davor zu schützen und da ein bisschen konsequent auch mit sich selbst zu sein, zumindest für eine gewisse Phase. Denn ich bin zum Beispiel auch gar keine Freundin davon zu sagen, man muss immer den Kontakt abbrechen zum Ex-Partner und da darf man dann auch nie wieder irgendwie sich nahe kommen oder freundschaftlich verbunden sein oder so. Ganz im Gegenteil. Ich finde eigentlich, wenn man das kann, ist es ein gutes Zeichen, dass man wirklich drüber weg ist. Aber für eine gewisse Phase, in der man sich mehr auf sich selbst konzentrieren will und sich selbst neu erfinden möchte, ist es natürlich schon gut, wenn man sich davon frei macht und sich davor schützt, ständig bei WhatsApp, bei Facebook, wo auch immer zu gucken. Und das ist eine richtig harte Prüfung, aber es lohnt sich. Ich empfehle da immer mehr so von Tag zu Tag das zu versuchen, als zu sagen, ich muss das jetzt für die nächsten 4 Wochen machen. Das ist ein Berg, den man in der Regel eh nicht bewältigen kann. Aber zu sagen, okay, heute lasse ich es mal wieder und so kommt man her. Häppchen voran. Nun hast du ja gesagt, viele stecken also auch in einer Affäre fest oder haben sich verliebt, unglücklich verliebt in Arbeitskollegen oder es gibt Menschen, die haben zusammen ein Kind. Und dann ist das ja gar nicht so leicht mit diesem, wir haben jetzt mal keinen Kontakt. Heißt das, Liebeskummer dauert entsprechend länger oder was würdest du denen raten, die sich nicht aus dem Weg gehen können? Das ist eine ganz große Herausforderung. Wenn man eine wirklich schmerzhafte Trennung durchlebt und gemeinsame Kinder hat, sich also sehen muss, dann braucht es definitiv da ganz, ganz, ganz klare Regeln. Und wenn man es hinbekommt, im Kopf ein bisschen zu trennen zwischen der Paarbeziehung und der Elternbeziehung, das ist natürlich überhaupt auch für die Kinder das A und O, ne? Auch die Kinder leiden ja sonst darunter, wenn sie in den Paarkonflikt der Eltern reingezogen werden. Ja, dann ist es eben wichtig, zu diesem Punkt zu kommen und zu sagen, auf der Elternebene muss das irgendwie funktionieren und müssen wir klare Regeln haben, miteinander umzugehen. Und die Paarebene, die es darüber hinaus vielleicht noch zu diskutieren braucht, die darf man nicht damit vermischen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber ja, ist auch einfach ein Entwicklungsprozess. Du sagtest, Stefanie, Liebeskummer kann also auch eine große Chance birgen, nämlich A, sich wahrscheinlich erstmal selber kennenzulernen und B, dann auch sich zu entwickeln und möglicherweise dann ja auch andere Partner anzuziehen. Sonst tappt man ja möglicherweise wieder in diese selbe Falle hinein, beziehungsweise das, was man eigentlich nicht mehr möchte. Ja, darüber ist man noch nicht hinweg und zieht trotzdem wieder den gleichen Typ Menschen an. Das heißt, was muss passieren? Du hast vorhin viel über Selbstliebe gesprochen. Wie kriege ich das hin? Ja, das ist natürlich, natürlich nicht so von jetzt auf gleich. Also da gibt es unterschiedliche Anhaltspunkte. Erstmal habe ich vorhin ja auch schon erwähnt, der Kern dieses Mangels an Selbstliebe, der da häufig eine Rolle spielt, der wird in der Kindheit gelegt. Ich habe auch ganz interessant, jetzt nur mal so als Nebeninfo, ich bin selber Mutter geworden vor 3 Jahren und dann war klar, dass ich die erste Zeit nicht normal würde arbeiten können. Und ich habe diese Zeit, in der mein Sohn die ersten 2 Lebensjahre habe ich genutzt, um eine Ausbildung zu machen für die Versorgung von Schreibabys. Da habe ich meinen Sohn, konnte ich immer mitnehmen. Es war ab und zu am Wochenende. Und alle haben mich dann immer gefragt, so, warum machst du jetzt Schreibabys? Du machst doch Liebeskummer. Was hast denn du mit den Schreibabys zu tun? Und dann habe ich gesagt, ja, aber das klingt sehr therapeutisch mit Sicherheit, aber viele der Bindungsstörungen, die wir im Erwachsenenalter haben und die dann eben auch in Beziehungen ausgelebt werden, die entstehen schon in dieser frühkindlichen Phase. Das sind Bindungsthemen, die man schon mit den Eltern hat und die man durch die Kindheit schleppt. Und ich habe das gelernt, weil ich das für meine Kunden mich interessierte. So. Das heißt, das ist der eine Punkt, dass man dahin guckt.
was war da in der Kindheit eigentlich los und was für ein Selbstbild von mir habe ich entwickelt. Und dann arbeite ich ja mit einer Methode, die ich selber entwickelt habe, die Glücksherz-Methode, wo es auch darum geht, dass viele Menschen versuchen, sehr, sehr, sehr viel Lebensglück aus Partnerschaft zu beziehen. Also ich lasse meine Kunden ein Herz aufmalen und sage dann, schraffier doch bitte mal, zu wie viel Prozent hängt denn dein Lebensglück eigentlich an Partnerschaft? Und viele schraffieren dann 90% dieses Herzens und sagen, ja, eigentlich das ist so. Und das dann ist oben noch so ein Eckchen, da steht dann irgendwie mein Beruf oder so. Und das ist so schön bildlich, weil ich dann immer sage, okay, wenn auf diese Art und Weise natürlich deine Beziehung zerbricht, dann bleibt ja nicht mehr viel von deinem Herzen. Das ist total klar, wie sehr du dann leidest. Und wir versuchen dann eben ein ausgewogeneres Verhältnis dahin zu hinzubekommen und mein Herz, das eigene Herz aufzubauen aus unterschiedlichen Glücksquellen. Und auch das hat natürlich alles mit Selbstliebe und Selbstfürsorge zu tun, überhaupt dahin zu gucken, wer bin ich denn? Was habe ich denn für Interessen? Ich bin ja viel mehr als der Mensch, der ein Partner sein kann. Also was ist mit Freundschaften? Was ist mit Hobbys? Mache ich überhaupt einen Beruf, der mir Spaß macht? Gestehe ich mir das zu, dass mir ein Beruf zusteht, der mir wirklich Spaß macht? Und wenn dieses Glücksherz irgendwann dann so neu sortiert ist, dann bleibt häufig für den Partner, dann vielleicht sind es noch 30% oder so, die nachher bleiben. Und dann höre ich häufig auch die Kritik oder den Einwand, das ist so unromantisch, wenn ich plötzlich so viel unabhängiger bin von meinem Partner. Das kann ja erstmal auch Angst machen. Ja, aber genau das ist das große, große Missverständnis, dass, was ich ja noch immer sage, eine Beziehung wird stabiler werden und glücklicher werden, wenn du erstmal selbst mit dir fein bist und glücklich bist. Und denn dann bist du viel weniger empfindsam für, oder also dann entstehen weniger Konflikte, du bist weniger anfällig für große Auseinandersetzungen, weil du einfach mit einem ganz anderen Standing in die Beziehung reinkommst. Und insofern ist es eigentlich von meinem Verständnis her gerade sehr romantisch, wenn man so zueinander kommt, nicht aus einer Abhängigkeit heraus, sondern wirklich aus freien Stücken, weil man sich gegenseitig toll findet und das Leben gemeinsam bestreiten möchte. Ne, das soll jetzt auch gar nicht falsch klingen. Ich gehöre jetzt auch nicht zu der Gruppe der Leute, die sagen irgendwie, wir brauchen jetzt alles nur noch Happy Singles und es braucht keine Partnerschaften. Das finde ich nämlich gerade auch gar nicht. Ich finde dieses, dass Partnerschaft ein Teil meines Lebensglücks ausmacht, das finde ich total normal und legitim und richtig. Und ich möchte jetzt nicht durch meine Beratung lauter Menschen raus in die Welt entlassen, die sagen so, Partnerschaft brauche ich nicht mehr. Nee, natürlich ist es was Schönes und Zweisamkeit ist was Schönes und Familie ist was Schönes. Aber es ist wichtig, dass es nicht das Einzige ist, worauf man aufbaut. Also das ist das i-Tüpfelchen sozusagen. Genau, ja? Genau. Wie du schon sagtest, also man muss vorher erstmal mit sich gut klarkommen, ja, und wissen, was man will, damit man das dann natürlich auch in der Partnerschaft äußern kann. Ja. Wie lange begleitest du Menschen? Ganz unterschiedlich. Tatsächlich sind wir eher ein Angebot für eine kürzere Begleitung. Ist jetzt nicht so, wenn du eine Psychotherapie machst, und auch das sage ich immer wieder. Viele haben eine große Hemmung, mit Liebeskummer zum Psychotherapeuten zu gehen, aber auch das wäre möglich. Ne? Es ist kein Psychotherapeut der Welt, wird dich auslachen, wenn du wegen Liebeskummers kommst. Aber bei uns ist es so, dass das, was wir machen, ganz offiziell unter Coaching und Beratung fällt. Das heißt, wir machen keinen wirklich therapeutischen Prozess auf diesem Weg, weil wir ja viel auch per Telefon arbeiten und per E-Mail arbeiten und so, jetzt während Corona-Zeiten sowieso. Das heißt, wir begleiten die Leute meistens nicht länger als 3 Monate. Wenn wir dann aber merken, da ist noch Bedarf, dann ist auch ein Teil unserer Beratungsleistung dann zu gucken, okay, macht eine Psychotherapie Sinn und wo kannst du jemanden finden? Können wir dir dabei helfen? Ich habe auch schon Klienten gehabt, die direkt von mir quasi aus der Beratung raus stationär in eine Klinik gegangen sind, weil es eben so massiv war. Das empfinden wir alle als Teil unserer Beratungsleistung, auch einzuschätzen für unser Gegenüber. Wie massiv ist das, womit du da zu tun hast, und bedarf das einer noch tiefer gehenden Behandlung oder reicht das aus, was wir mit dir machen können? Nun stelle ich mir vor, Leute, die vielleicht sowas, so eine Trennung hinter sich haben und sagen, okay, jetzt bin ich gut mit mir, ja, ich habe also gelernt, warum ich vielleicht an diesen Typ Mensch geraten bin und warum diese Beziehung so war, wie sie war. Nun stehe ich gut auf meinen eigenen Beinen und da auch relativ sicher, möchte mich für eine neue Beziehung öffnen, und ich glaube, das ist schwierig. Was gibst du den Menschen damit auf den Weg? Dass man sagt, okay, ich bin verletzlich und ich nehme es aber trotzdem in die Hand.
Also zum einen muss ich sagen, ist es, glaube ich, eine recht theoretische Angst. So, ich verstehe die oder ich verstehe diese Sorge, aber da ist meine Erfahrung, wenn dann derjenige kommt, wo es emotional passt, dann passiert es sowieso. Also da braucht man sich, ne? Die Liebe, das Verliebtsein wird ja nicht geplant im Kopf entschieden, sondern das sind ja Momente, wie soll ich sagen, Chemie auch zwischen zwei Menschen und dann wirst du merken, wenn derjenige vor dir steht, mit dem das sich irgendwie richtig anfühlt, dann sind auch all diese Bedenken meiner Erfahrung nach ganz schnell wieder vergessen. Aber natürlich auch, wenn man dann diesen Entwicklungsprozess durchgemacht hat und auch so eine Unabhängigkeit für sich hat, ist es häufig ja wirklich so, dass man danach auch einen anderen Typus Mensch sucht als Gegenüber. Und das ist dann häufig jemand, der auf einem ähnlichen Entwicklungslevel oder Erfahrungslevel ist, was das angeht und wo es gar nicht zu diesem Einengenden kommt, sondern jemand, der vielleicht auch das Bedürfnis hat, in der Beziehung trotzdem auch ein gewisses Maß an Autonomie zu bewahren. Und dann passt das meiner Erfahrung nach meistens ganz gut. Letzte Frage für alle, die so richtig schön noch drinstecken im Schlamassel. Heilt Zeit alle Wunden, wann hört's auf? Hört's auf? Im Optimalfall, wie gesagt, muss es gar nicht unbedingt aufhören, sondern es muss sich umwandeln in etwas Schönes und Positives und gute Erfahrungen, die man mit sich trägt. Also das kann ich vielleicht wirklich sagen als tröstenden Abschluss auch nochmal, dass etwas, was fast alle meine Kunden sagen, am Ende, wenn sie den Liebeskummer überwunden haben, es ist ganz entzückend. Die Menschen halten teilweise über Jahre den Kontakt zu mir und geben mir dann noch Feedback. Und fast alle sagen, sie sind im Nachgang doch glücklich und dankbar, diesen Liebeskummer haben zu dürfen, weil da was Schönes draus erwachsen ist. Ach, schön, sagt Elena Katharina Sohn, Gründerin von Die Liebeskümmerer. Vielen Dank. Danke dir. Das war schön. Der Radio SAW Podcast Mission Liebe. Weitere Folgen hört ihr auf radiosaw.de.